Die Lausitzer Werkstätten und der Hoyerswerda Klimaspezialist Jados waren in der vergangenen Woche in Berlin. Dort gab es einen Fachkongress zum Thema Inklusion. Inklusion bedeutet salopp gesagt, dass behinderte Menschen in unsere normale Welt integriert werden. An meiner Seite Eckhard Friese von den Lausitzer Werkstätten. Inklusion, Herr Friese, ist ja eigentlich für Hoyerswerda nun kein neues Wort. Da haben Sie vollkommen recht, es ist kein neues Wort. Wir sind zum Beispiel beim bayerischen Unternehmer Ludwig Schleusten in Elsterheide schon seit einigen Jahren zugange und wir praktizieren dort schon Inklusion und auch in weiteren kleineren Betrieben sind wir auch vor Ort und praktizieren bereits Inklusion. Das ist richtig, was Sie sagen. Jetzt geht man ja mit dem Heizungsspezialisten Jados, ich sag mal, die nächste Stufe, man wird dort richtig in die Produktion integriert. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wir versuchen uns gegenseitig, wenn ich das mal so sagen darf, abhängig zu machen. Das heißt, wir sind richtig komplett in den technologischen Prozess mit drin und nicht mehr möglicherweise in einer separaten Halle im Unternehmen, sondern wir arbeiten dort intensiv mit Zulieferern zusammen, Nichtbehinderte und Behinderte, also das ist noch ein Schritt weiter. Für die Zuschauer mal übersetzt, man arbeitet nicht mehr hier in den Werkstätten, sondern direkt dort. Da haben Sie vollkommen recht. Wie wird das weitergehen? Wann ist da so der große Startpunkt, wo man sagt, jetzt geht's los? Also wir sind in der Vorbereitung relativ weit vorangeschritten und ich denke mir, der konkrete Startpunkt wird ab Mai, Juni sein können. Wie kann man eigentlich, es sind ja doch recht komplexe Geräte, wenn man sich so anguckt, wie kann man die so runterbrechen, dass wirklich behinderte Menschen mit weniger Fähigkeiten das so hinbekommen? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich da auch immer wieder, wie das funktioniert. Also meine Mitarbeiter nehmen das Endprodukt, nehmen es auseinander und versuchen dann, das in einzelne Arbeitsschritte aufzuteilen und zu den einzelnen Arbeitsschritten dann die betreuten Mitarbeiter zuzuführen, um zu gucken, mit welchen Fähigkeiten welcher betreute Mitarbeiter welchen Arbeitsschritt dann realisieren kann. Das ist also ein sehr kleingliedriger Prozess und da brauchen wir noch sehr viel Geduld. Wird man das Thema Inklusion noch weiter ausführen können? Also ich habe das sehr wohl vor, weiter auszuführen. Natürlich muss ich sagen, es muss auch finanziell darstellbar sein. Und ich bin da auch mit dem Aufsichtsrat intensiv immer in Gesprächen. Aber meine Bereitschaft liegt sehr wohl vor, dass ich das weiter ausbauen möchte. Herr Friese, ich danke Ihnen fürs Gespräch.